Moin Leute, ich dachte, ich ziehe mich heute passend zum Thema an, denn ich möchte euch heute mal ein paar Pflanzen vorstellen, die ich so in meiner Wohnung habe, was meine Erfahrungen sind und natürlich auch, wie ich sie pflege. Boah, fangen wir gleich mal monströs an. Viele von euch kennen diese Pflanze bestimmt oder haben sie sogar selber in der Wohnung stehen. Ein Hingucker sind natürlich ihre großen Blätter, die Monstera deliciosa. Mein Exemplar war schon total verwachsen und ist immer gleich samt Topf umgekippt, wenn man sie nur angesehen hat. Ich habe daraufhin Kopfstecklinge genommen, sie ins Wasser gestellt und siehe da, knapp ein Jahr später hat die Monstera sich wieder sehr gut entwickelt. Viele neue Blätter sind dazu gekommen. Ich gieße die Monstera nur mäßig, halte sie also eher ein bisschen trockener. Dünger gibt es im Frühjahr bis Herbst bei jeder zweiten Wassergabe mit der Hälfte der angegebenen Konzentration. So verhindere ich eine Überdüngung. Und der Pflanze geht es seitdem sehr gut. Das Licht ist eher nicht so vorhanden. Zum Fenster sind es gute 6 Meter. Durch die großen Blätter aber bekommt die Monstera trotzdem genug Licht ab. Die beiden begleiten mich schon seit Beginn meiner Ausbildung zum Gärtner, also seit knapp 14 Jahren. Das hier sind zwei Davalia bullata oder auch Spinnenfußfahne zu Deutsch. Die beiden kleineren sind Rhizomableger. Dazu habe ich vor langer Zeit auch schon ein Video gemacht. Dem könnte ich aber auch mal wieder eine Neuauflage spendieren. Man kann eben nie genug Fahne haben, finde ich. Die Farnwedel folgen auch einer bestimmten mathematischen Logik, wenn sie sich entrollen und verzweigen. Dazu bereite ich auch gerade ein Video vor. Seid gespannt und abonniert auch gerne den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Die Davalien kommen mit mehr oder weniger Wasser gut zurecht. Wenn ihr den Farnen weniger Wasser gebt, dann werden sie eher etwas kahler und lichter. Wenn ihr wieder mehr Wasser gebt, könnt ihr fast täglich beobachten, wie neue Wedel dazukommen und die Pflanze immer dichter wird. Beim Licht, für Farne eher untypisch, möchten sie lieber am Fenster ohne direkte Sonne stehen. Irgendwo in der letzten Ecke fühlen sie sich nicht besonders wohl. Während ich dieses Video für euch zusammenschneide, schaut mir übrigens eine Davalia marisei über die Schultern. Das Laub ist etwas dunkelgrüner und die Rhizome etwas heller als bei der Bullata. Kommen wir zu zwei Orchideen, die ich auch schon seit 14 Jahren habe. Einmal ein Oncidium papilio, bzw. der neue Name heißt Psychopsis papilio. Den Namen hat die Orchidee aufgrund ihrer Schmetterlings- oder falterähnlichen Dauerblüte. Ja, nach der Blüte dürfte die Rispe auf gar keinen Fall abschneiden. Denn die Pflanze bringt hier immer wieder neue Blüten hervor. Diese Rispe hat mittlerweile schon ca. 10 Mal an derselben Stelle geblüht. Irgendwann stirbt natürlich auch die beste Rispe mal ab, so wie hier. Jetzt könnt ihr sie einfach unten abschneiden. Die Pflanze wächst sympodial, also verzweigend. Sie bringt immer wieder neue Bulben mit neuen Rispen hervor. Dafür sterben die ältesten irgendwann ab. Ähnlich ist es auch bei der Rhynchulaelia digbiana. Sie hat auch einen verzweigten Wuchs. Die habe ich im letzten Jahr geteilt. Den älteren Teil habe ich in einen kleineren Topf gesetzt, damit er beim Gießen nicht absäuft und den jüngeren, größeren Teil entsprechend größer eingetopft. Die Pflanze ist äußerst robust und wüchsig. Die Wurzeln wachsen regelmäßig in alle Richtungen und ich habe Mühe, die wieder einigermaßen in den Topf zu bekommen. Die Rhynchulaelia benötigt relativ viel Wasser und einen hellen Standort ohne direkte Sonne. Daher ist sie bei mir an der Ostseite seit Jahren gut aufgehoben. Dünger bekommt sie während der Wachstumsphase im Frühjahr bis Spätsommer bei fast jeder Wassergabe. Maximal jedoch 1000 Mikrosiemens, ähnlich wie die Psychopsis. Gehen wir mal raus auf den Balkon. Neben der Wildblumenwiese in den Balkonkästen, die übrigens viele Bienen anziehen, steht eine Chamaerops humilis. Die Zwergpalme hat sich in den letzten Jahren wieder gut erholt und viele neue Wedel hervorgebracht. Dieses Jahr habe ich sie auch zum ersten Mal in der Wohnung und nicht im Gewächshaus überwintert. Sie wird langsam zu groß fürs Auto. Oh, sie werden so schnell groß. Ich hatte meine Bedenken, aber sie hat es gut weggesteckt. Mäßige Wassergaben, kein Dünger über den Winter und dabei so hell und kühl stellen, wie es nur irgendwie möglich ist. Obwohl kühl heißt hier 18 Grad Celsius.
Wesentlich kälter möchte man es in der Wohnung nicht haben, außerdem kann es dann zu Problemen mit Schimmel kommen. Im Sommer bekommt sie regelmäßig Wasser und ich wische die Blätter mit einem feuchten Tuch ab, um den ganzen Blütenstaub zu entfernen. Übrigens finden das eure Zimmerpflanzen auch immer sehr angenehm, wenn ihr sie vom Staub befreit. Für den jüngsten Zuwachs gehen wir wieder rein. Der steht auf dem Fensterbrett an der Westseite. Eine Mastevallia und ein Phragmipedium. Eine Frauenschuhgattung wie das bekanntere Paphiopedilum. Zwei der schönsten und interessantesten Blüten in der Familie der Orchideen, wie ich finde. Gekauft habe ich sie bei einer Orchideenausstellung im Botanischen Garten in Berlin. Beide Pflanzen sind etwas anspruchsvoller in der Pflege, da sie weniger verzeihen. Die Mastevallia möchte auf gar keinen Fall trocken stehen, sondern immer leicht feucht, aber nicht nass. Dabei ist sie auch noch recht düngerempfindlich. Hier viertel ich sogar die angegebene Konzentration des Orchideendüngers. Und ach ja, wenn sie im Winter zu trocken steht, über der Heizung oder so, dann bekommt sie schnell Spinnenmilben. Zum Glück ist der Heizkörper hier an der Wand gegenüber. Vollkatastrophe für die effiziente Heizung, aber immerhin gut für die Mastevallia. Das Phragmipedium ist ähnlich zickig. Zu viel oder zu wenig Wasser und die Pflanze geht ein. Generell haben Frauenschuhgattungen nur wenig Wurzeln, weshalb sie empfindlicher gegenüber zu starken Schwankungen sind beim Gießen oder auch beim Düngen. Regelmäßig gießen ohne zu übergießen ist hier ganz wichtig. Gleiches gilt auch für den Dünger, auch hier nehme ich maximal 800 Mikrosiemens. Wenn ihr mehr über den EC-Wert wissen wollt, dann klickt hier gerne oben in der Ecke und schaut euch das Video dazu an. Das waren jetzt 8 meiner Lieblingspflanzen im Schnelldurchlauf, die in meiner Wohnung stehen. Jede einzelne Pflanze wäre natürlich auch ein eigenes Video wert, aber das würde den Rahmen des heutigen Videos komplett sprengen. Soll ich auf eine Pflanze genauer eingehen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und nicht vergessen zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.